Ja, und da wären wir im Kolosseum. Und jetzt durften wir nicht nur als Ezio darin rumklettern, sondern jetzt auch als Desmond, um den Eingang zu finden zu dieser Gruft, wo Ezio den Edenapfel versteckt hat. Lucy, ich bin gleich beim Eingang. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die Beine in die Hand. Ich werd's mir merken. Ich weiß gar nicht, was Desmond da alles sehen wird, weil er hat ja schon so Halluzinationen durch den Animus. Kann auch sein, dass er da irgendwas anderes sieht. Vielleicht einen Clown oder so. Wir werden sehen. Jetzt wird erstmal ein bisschen geklettert. Mal wieder als Desmond. Was ziemlich cool ist. Okay. Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Es war ein langer Weg. Du hast es dir verdient. Ich frage mich, ob er etwas ändert. Ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Das wird er sicher. Das muss er. Ja, und da unten habt ihr vielleicht welche kämpfen gesehen. Also für mich sah es aus wie Ezio, der gegen Wolfsrudel-Anhänger gekämpft hat. Sah für mich zumindest so aus. Okay, und jetzt hier rüber. Ich find's cool, dass man das, dass man manche Orte so in zwei verschiedenen Zeitepochen dann. Was werden wir finden? Erkunden darf. Eine Karte der Tempel, hoffe ich. Der Apfel wird sie uns einfach geben, oder wie? Ja? Oh, ist das Elvis da drüben? Vielleicht haben wir ja mal Glück. Oh, ist das Elvis da drüben? Ja, ja, der Sean. Der kommt auch bei euch gut an, habe ich durch mehrere Kommentare schon feststellen können. Aber der hat auch mal manchmal so richtig geile Sprüche drauf. Ach nee, warte mal. Ich glaube, man muss weiter nach oben, oder? Wie war das hier nochmal? Nein, sowas nicht. Ja, ich weiß, dass ich hier... Irgendwas musste man hier machen. Oder war es hier lang? Hier lang? Aber irgendwo... Ach so, ja, hier, genau. Genau, hier so durch. Ja, ich habe es immer fälschlicherweise angenommen, dass man immer nach unten muss. Das ist mir beim ersten Mal durchspielen passiert und jetzt beim letzten Mal, als ich das alleine gespielt habe, auch. Aber jetzt wusste ich es mittlerweile. Das ist das reinste Labyrinth. Im Hypogeum waren die Käfige der Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachen. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Gut zu wissen. Das ist echt schon krass, was sie damals schon in dem Kolosseum alles machen konnten. Mit Anlagen, die die Gladiatoren nach oben fuhren. Die konnten sogar Seeschlachten nachstellen in dem Kolosseum, in dem das irgendwie mit irgendwelchen Apparaten geflutet haben. Also es ist irgendwie schon recht beeindruckend für die damalige Zeit, was sie damit schon alles machen konnten. Echt krass. Weiter. Okay, darüber. Irgendwie ist das komisch. Heute ist der 10. Oktober. Und? Wie viele Tage noch bis zum Start des Templer-Satelliten? Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, schätze auch. Das ist seltsam. Dabei dachte ich immer, 42 wäre die Antwort auf alles. Und nicht 72. Aber okay, man kann sich auch irren. Wahrscheinlich haben die beiden Zahlen überhaupt nichts miteinander zu tun. Und abwärts. Ah, hier sieht schon gruftiger aus. Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Du dich vielleicht, wir aber nicht. Aber wir müssen hier drin nämlich was finden mit dem Adlerauge. Denn seht mal da, oh mein Gott. Dann ist das Siebenzeichen. Und da blinkt was. Okay, aber das war noch nicht alles, denn hier blinkt auch noch was. Wir widmen diesen Ort dem Nachruf auf unser Ende. Möge ihn der finden, der seiner würdig ist.
Möge er ihn führen. Möge er seinen Weg vorzeichnen. Möge er die Welt retten, die wir hinterließen. Wer sind Sie? Was ist los, Desmond? Nichts. Nichts ist gut. Eine weitere der Göttinnen. Diesmal war es nicht Minerva, sondern jemand anderes. Ich weiß allerdings nicht, wie die heißt. Das ist schon alles ziemlich cool, finde ich. Irgendwie ist es... Deswegen will ich auch unbedingt das nächste Spiel spielen. Da geht es mir gar nicht so wirklich um das Spiel, ehrlich gesagt, sondern eher mehr um die Story. Wenn die Entwickler immer ankündigen, beim neuen Assassin's Creed kann Ezio das und das, er kann jetzt Bomben basteln, er hat einen Greifhaken. Dann sage ich immer nur, okay, ja, ist nett, aber was mit der Story? So in etwa. Also ich muss echt zugeben, für mich ist wirklich der Hauptgrund die Story, dass ich Assassin's Creed spiele. Gerade wegen sowas. Am Anfang schrieben wir die Wahrheit auf Pergament. Auf Stein. Ins Gedächtnis der Menschen. Doch all dies war unbeständig. Geläutert durch Feuer. Geläutert durch Dürre. Geläutert durch Flut. Die ganze Welt ist wieder unschuldig. Unschuldig und unwissend. Hört sich nach Neuanfang an. So, okay, wir müssen hier wahrscheinlich wieder irgendwelche Schalter aktivieren. Okay, da müssen wir durch. Da ist ein Schalter, da ist ein Schalter. Okay. Gut, jetzt noch den nächsten. Weiter nach oben. Langsam müssten wir dann auch mal da sein. Ob Ezio das hier alles auch durchmachen musste, als er den Apfel versteckt hat? Oder ob es einen anderen Weg gab? Ich komme! Das wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen. Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Schöne Decke. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist. Bahnt sich was an. Das sieht man schon. Guck mal, wie nah die aneinander stehen. Wahrscheinlich, sobald ich nicht hingucke, gehen die immer näher aneinander. Aber egal, dann stelle ich mich halt so zu Lucy. Hi Lucy, wie geht's? Okay, komm, gehen wir weiter. Oh, und da oben blinkt was. Wahrscheinlich müssen wir da hin. Würde ich jetzt mal so stark annehmen. Wir gehen einfach erstmal weiter. Da oben ist was. Das sieht aus wie Ezio. Anscheinend muss der wirklich all das durchmachen, was wir gerade gemacht haben. Nur um den Apfel zu verstecken. Hat er sich ganz schön Mühe gegeben. Hier unten, oder? Und beten für irgendwas. Ja, tut das mal. Gut, und da ist schon der Schalter. Gucken, was er aktiviert. Okay, ein Schalter, der mehrere Schalter aktiviert. Macht das Sinn? So, weiter rüber. Und da steht wieder eine Göttin. Wir schufen sie nicht, um weise zu sein. Und nun sind sie unsere letzte, vergebliche Hoffnung. Ihr seid sie. Ihr besitzt das Potenzial zu verstehen. Doch zerstörtet die Instrumente. Oder setztet sie gegeneinander ein. Wir zerstörten, was wir konnten.
verborgen, was wir nicht konnten. So ist das leider bei den Menschen. Hier geht was auf. Sie zerstören mehr, als sie retten können. Nicht alle. Und es bedarf nicht vieler, um die Welt zu vernichten. Hier ist es sicher. Auf ewig. Ein Ort für Dinge. Worte. Weisheit. Aber nicht Leben. Fast hatten wir die Mittel. Aber Zeit zerfraß uns. Wir können sie vertreiben. Wir können sie durchschauen. Links ausweichen, wenn sie rechts schlägt. Aber ihr Arm ist entsetzlich lang. Ihre Ausdauer unendlich. Wir können nicht entkommen. Nicht ewig. Also für mich hört es sich so an, als wollten die Götter uns unbedingt dazu bringen, die Tempel aufzuhalten, weil sie auch meinte, es braucht nicht viele, um die Welt zu vernichten. Und im Prinzip haben die das ja vor, die Templer. Sie wollen die komplette Menschheit unterjochen und das kann einfach nicht gut gehen. Deswegen dürfen wir die Scheiße wieder ausbaden. Hier kommt's. Hallo. Das steht nicht im Bauplan. Desmond, komm hier runter! Unterwegs. Okay, das sieht aus wie so ein Podest, auf das der Ezio den Apfel gelegt hat. Allerdings passt die Umgebung nicht ganz dazu. Was immer das ist, es funktioniert nicht. Eine Sackgasse. Ah, komm, geh mal weg, John. Lass mich mal daran. Da bin ich nicht so... Ja, wenn du uns umbringen willst, Kumpel, musst du dich schon ein kleines bisschen mehr anstrengen. Wir sind da. Und jetzt das Passwort. Falls Sean recht hat. Ich hab immer recht. Auch mit der Sackgasse? Hab ich nie gesagt, ein Missverständnis. Tja, was wird uns hinter dieser Tür erwarten? Wird das Passwort helfen? Werden wir die Welt retten können? Das alles erfahren wir leider erst in der nächsten Folge, denn ich muss jetzt hier einen Schnitt machen. Und wir sehen uns dann wieder und bringen das Spiel dann eventuell zu Ende. Also bis dann, ciao.